egal, wir müssen auf jeden Fall auf den Ring wieder drauf. Der muss weiter runter. Das ist noch zu früh. Jetzt könnten wir drauf. Ja, wir sind drauf. Und siehe da. Hier haben wir auch Nummer 1. Speichern. Oh, das wäre jetzt ein Ding gewesen, wenn wir jetzt hops gegangen wären, wo ich gespeichert hatte. Und wir haben's. Der ist auch auf. Hier ist alles zu. Ja, ist gut. Da, die Tür ist auf, Wir könnten direkt rüber. Aber das hört sich einfacher an, als es ist. Das ist einfacher gesagt als getan. Wir müssen... Nein, jetzt noch nicht. Ab jetzt können wir auf den Ring. Speichern. Ist das am Ruckeln? Das geht ja kaum noch weiter. Black Mesa. Fuck. Aber wir haben es, glaube ich, bald. Ei, ist das am Ruckeln. Ruckel die Ruck. So. So, jetzt müssen wir abfahren. Nicht zu lange abwarten. Scheiße, geh doch hoch. Wir sind drin. Ich hoffe nur, dass das jetzt auch... Was war das denn? Nee, wir sind woanders. Wir sind weitergekommen. Da wird Etage 7 angezeigt. Das ist ein anderes. Ich dachte jetzt gerade, wir wären da unten wieder. Wo wir angefangen wären. Aber nein. Das ist alles richtig. Ja, wir haben es bis jetzt richtig gemacht. Okay. Da kommen wir nicht wieder weiter. Da ist das. BO. Sieht ja zum Glück nicht aus wie HP. Zum Glück nicht, ne? Okay. Quick Save. Dann schauen wir mal, was wir jetzt hier haben. Hilfe. Boah, Rums. Moment mal. Was ist da? Hier tauchen doch jetzt bestimmt wieder diese lustigen Aliens auf. Oh, aber erst wenn die Daten geladen. Und danach werden dann bestimmt die lustigen Aliens auftauchen. Hui. Schauen wir mal. So. Allerdings werde ich dann jetzt auch gleich mal eine Aufnahmepause machen. Eine winzige Aufnahmepause. So, schauen wir mal. Komm schon, mach fertig mit den Daten hier. Ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Oh oh. Will ich es wirklich? Nochmal schnell einen Save machen. Nicht, dass wir nochmal dieses lange Laden mitmachen müssen. Cool bleiben und ruhig zielen. That's all. No panic. Jetzt haben wir Panik. Ah, schade. Geil wäre gewesen, wenn jetzt die Tür dahinter auch noch, ne, zum Öffnen gewesen wäre. Das hätte ich persönlich ja richtig geil gefunden. So, da kommen wir wieder weiter höher. Okay. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, einmal per Leiter oder so. Was machen wir? Pum. Da haben wir aber auch nicht mehr viel von, Mensch. Ja, aber ganz ehrlich, wir wissen nicht, ob wir gleich noch wieder auf Soldaten antreffen. Auf Soldaten treffen. So. Egal. Hä? Gut, somit hat sich die Frage erübrigt. Wir nehmen mal ganz spontan, aber sowas von ganz spontan, die Leiter. Uiuiuiui.
Da hinten liegt ein toter Alien. Das heißt, da können Kämpfe stattgefunden haben. Kriegen wir neues Material? Wie geil sieht das denn aus? Da ist da, glaube ich, ein Wissenschaftler gewesen. Aber da haben wir schon wieder so einen... ich weiß gar nicht. Sucht das nur organisch oder hilft uns das auch hier? Oder? Nein, das scheint uns hier nicht zu helfen. Okay, das scheint uns da nicht zu helfen. Was nehmen wir denn da? Was nehmen wir denn da? Ja, Shotgun, Shotgun, Shotgun. Wenn man jetzt natürlich wüsste, wo das Ding ist, ne? Wo ist es denn? Da ist es. Und ab. Ach nee. Alter Schwede. Und ab. Gordon Freeman, you finally yes, höchstpersönlich. So this is the guy, huh? Thought you'd ja, wir sind's. Nonsense, Hunter. Nothing stands in the way of our errant knight in shining high impact reactive armor. Guess not. Alter, deine Bettnesser-Kollegen, die haben wir alle hinter uns gelassen. Cool. This way, Gordon. What you see before you is the supply depot for our first survey team. Quite a few handsome specimens were collected from the border world and brought back this way. Before the survey members started being collected themselves, that is. These readings have given us reason to suspect that there is an immense portal over there, created and maintained by the intense concentration of a single powerful being. I'm sure that you will know it when you see it. I am loath to say this, Gordon, but you must kill it. Yeah, you better kill it. No ifs, ands, or asses about it. Of course, you owe us nothing, Dr. Freeman. But you've come this far. You know as much about these creatures as anyone. Enough to know that if you don't wipe it out... Well, let's put it this way. There ain't gonna be much for you to come home to. Yes, so if you're willing, my colleague is waiting for you at the main portal controls. Dr. Steinman will open the gates for you. And don't let Hunter's brash attitude frighten you. We've all been a wee bit rankled since the incident. He'll equip you with the proper armaments for the task ahead. Do hurry. Okay. Moment mal. Ach shit. Ich wollte doch noch gucken, ob da noch irgendwas gewesen ist in dem Raum, aber naja, gut. Na toll. Gut, hoffen wir mal, dass da nichts gewesen ist. Also, dieses Gate, was dann geöffnet wird, ich glaube, ich weiß, was dann kommt jetzt gleich, aber das war, glaube ich, genau der Moment, wo man in Half-Life 1 dann letztendlich, ja, sich von dieser Welt verabschiedet hat und auf diese Alien-Welt gekommen ist. Das weiß ich natürlich dann nicht. Keine Ahnung. Gut, ich weiß nicht, wie das dann hier weitergeht. Wir werden es sehen. Gott, jetzt müssen wir mal gucken. Was haben wir denn hier alles? Da haben wir... Ja, bin ich. Aha. Gut. Was haben wir hier? Die ist doch grün. Mhm, mhm. So, haben wir hier noch was? Geheimes. Ein kleines Goodie für uns. Ah, das ist das, was wir gesehen haben hier. Nö, nix. Nee, definitiv nix. Gut, dann gehen wir hier wieder raus.
Es kann ja auch nicht hinter jedem Versteck etwas sein. Das kennt man ja vom siebten Ei. So, aufladen brauchen wir uns nicht. Da hätten wir natürlich jetzt volle Kapazität gehabt. Den haben wir ja schon an. Genau. Freeman. And it's about time. Dr. Freeman, it really is quite an honor. But I'm sure you understand this is no time to be making conversation. Oh gut, dann unterhalten wir uns halt nicht. Ne, ne, ne. Keine Zeit dafür. Ja, die heutige Zeit. Ups, ich war es nicht. Keine Zeit für Konversation. Und genau das ist der Fehler. In der heutigen Dr. Freeman, Zeit. So glad you yes. made it. I have one final accoutrement for you. This is the long jump module. I created it expressly for navigation in the world beyond. Ich nehme Mana. Ich bin so frei. I certainly hope you've received long jump training, because once you're in Zen, you'll need it. Did you see that thing with the missing leg? Haben wir denn hier noch was? So, you're actually gonna go through with this, huh? You're braver than you look. Ja, mach auf. This here's my personal collection. The best military grade hardware this side of the Rio Grande. Have at it. Just promise me you'll put it to good use. Wir sind zwar, glaube ich, schon relativ gut ausgestattet an Muni, aber. Ah, oh, der Bettmesser. Ja, ich dachte mir schon, viel werden wir nämlich wohl nicht aufnehmen können. Aber da. Shotgun und Maschinengewehr. So. Ja, den Rest haben wir nämlich. Ja. Wie sieht's mit unserer Magnum aus? Ja, die kann ja leider nicht mehr. Scheiße. Okay, ja, das war's wirklich. Halt. Na, auch da haben wir alles genug von. Ja, wir waren sparsam gewesen. So ist das auch richtig. Okay. So, jetzt mal eben kurz gucken. Das hier haben wir uns alles angesehen, ne? Da oben waren wir drin in der Tür. Wo steht der denn hier? Hallo? What is this? Zu. Trotzdem gucken wir da hinten. Ja, keine Ahnung. Okay, mach's mal gut, ne? There will be the pomp and circumstance, fit for a hero's welcome upon your return. Ja, ich glaube, da müssen wir jetzt hier rein. Und ich bin gespannt, wie es dann weitergeht. Wir speichern jetzt mal einmal richtig. So, weil das ist ja doch ein entscheidender Moment hier. Ja, ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ob wir hier dann, oder ob wir eventuell bald Black Mesa beenden, ich weiß es nicht. Oder ich täusche mich und es ging dann noch nicht in die Welt Zen hinein. Oh. Wir haben übrigens vorhin, das war ein Sprungmodul für Weitsprünge, was wir da bekommen haben. Lambda Reaktor Core Level A. Or Level A. Ey, du da. Hier können wir nichts. Halt. Aufräumen können die. Oh Gott. Nein. Ich würde sagen, bevor wir da reingehen, mache ich jetzt eine Aufnahmepause.
Wie es weitergeht, werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Seid also gespannt, wie es weitergeht. Ich bin's jedenfalls. Also schaut euch auch die nächste Folge an von Let's Play Black Mesa hier auf ReichsgrafenTV. Und der Reichsgraf verabschiedet sich hiermit von euch. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.